Herzlich willkommen zu einem neuen Star Citizen Anfänger Guide. Wie ihr seht, haben wir uns heute in unsere Kampfmontur gesteckt und werden uns um das Thema Shooter-Missionen, also den First-Person-Combat, kümmern. Das ist eine weitere Möglichkeit, gut USD zu verdienen und gleichzeitig ist es auf jeden Fall mehr Action als Frachtmissionen bzw. die Delivery-Missionen durchzuführen oder in Höhlen nach Toten zu suchen. Für unsere Shooter-Einlagen brauchen wir natürlich Waffen. Guns. Lots of guns. Neo. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Auf Hirsten haben wir nur ein Problem. Es gibt leider keine Schusswaffen auf Hirsten zu kaufen. Das heißt, es gibt Tammy & Sons. Allerdings haben wir hier das Problem, dass wir zwar eine Rüstung einkaufen können, die wir schon anhaben, aber keine Waffen. Wir werden uns allerdings bei einer FPS-Mission direkt auf Hirsten, die ich auch schon in einem ersten Video mal gezeigt habe, unbegrenzt mit Waffen, die uns absolut nichts kosten, eindecken, um dann die anderen Shooter-Missionen auf anderen Planeten bzw. in anderen Gegenden in Angriff zu nehmen. In diesem Sinne, wir sehen uns im Orbit und werden unsere erste Shooter-Mission in Hirsten bestreiten. Wir starten vom Hirsten Teaser Airport und sind heute mit einem anderen Schiff als unserer Aurora unterwegs, und zwar mit einer Cutlass Red. Das ist natürlich kein Anfängerschiff mehr, allerdings ist es absolut egal, mit welchem Schiff ihr zu den FPS-Missionen fliegt. Ich habe heute die Cutlass Red gewählt, weil sie eine Medbay in ihrem Laderaum als Medical-Schiff hat und ich im Zweifelsfalle neu im Schiff spawnen kann, ohne den ganzen Weg zurück zur Mission laufen zu müssen. Das hat also eher mit der Aufnahme des Videos zu tun, als mit der Fähigkeit der Cutlass Red, die Mission besser bestreiten zu können. Natürlich hilft es euch, wenn ihr ein Schiff mit Medbay für FPS-Missionen nutzt. Hierbei gibt es eben die Cutlass Red oder zum Beispiel eine Carrack. Eventuell hat ja jemand aus eurer Org oder aus eurem Freundeskreis ein solches Schiff und ihr macht die Mission zusammen oder man leiht euch einfach dieses Schiff. Wir suchen uns jetzt die Mission, die wir im Bereich Hirsten spielen wollen. Über unser MobiGlass gelangen wir wieder in den Contracts Manager und wir schauen hier bei den Mercenary Missionen. Evict Illegal Occupants, diese Mission gibt es immer. Es ist immer die gleiche Mission, indem wir einen Bunker von Besetzern säubern sollen, 8 an der Zahl, welche 7000 USD gibt und wir erst einmal annehmen. Wir haben unser Ziel erreicht und sind im Landeanflug auf den ersten Bunker. Wir haben Glück, es ist die Tagseite, das heißt, wir haben eine gute Sicht auf die Szenerie und können einen Landeplatz wählen. Ihr könnt entweder die Flugabwehrkanonen zerstören, allerdings würde ich davon vor allem am Anfang abraten, da diese doch relativ viel Schaden verursachen und je nach Schiff habt ihr relativ wenig Möglichkeiten, diese zielsicher auszuschalten. Auch sind diese Flugabwehrkanonen nicht anwählbar als Ziele, wie beispielsweise in einem Raumkampf, weshalb ihr relativ wenig Chancen habt, die Waffen dementsprechend auszurichten. Wir sind hier in einem relativ flachen Gelände, was eine Deckungsmöglichkeit erschwert, sodass unser Schiff nicht nach der Landung durch die Flugabwehr zerstört wird. Versucht immer hinter einer Sichtlinie zu bleiben, sodass euer Schiff durch natürliche Deckung geschützt bleibt. Wir sollten hier vor der Flugabwehr sicher sein und lassen unser Schiff dennoch an, damit die Schilde zur Not einige der Treffer auffangen können. Dank der Cutlass Red haben wir hier auch einen sicheren Spawnpunkt und können jederzeit hier wieder spawnen, sollten wir bei der Mission getroffen werden. Um eure Pistole auszurüsten, drückt die 1 und wir gehen in den Bunker. Es sind 8 Gegner im Bunker verteilt, welche ihr der Reihe nach ausschalten solltet. Es ist durchaus möglich, dass die KI unberechenbar wird und euch versucht zu überrennen. Dann solltet ihr den Rückzug antreten und euch in Deckung bringen. Ihr könnt auch mit dem Aufzug wieder nach oben fahren, um dort nachzuladen und einen neuen Anlauf zu starten.
Wir versuchen jetzt möglichst gezielt und nacheinander die Gegner zu beseitigen und am Schluss ihre Waffen einzusammeln, die wir dann auch für die nächsten Missionen verwenden können. Ihr seht hier schon den ersten Gegner, welchen wir versuchen gezielt auszuschalten. Mit der rechten Maustaste halten kommt ihr in den Zielmodus und 3 gezielte Treffer reichen, um den Gegner auszuschalten. Der nächste Gegner ist direkt auf der nächsten Seite und wird auch ausgeschaltet. Wie ihr seht, sind als Empfangskomitee direkt 3 Gegner. Das heißt, wenn ihr zu schnell vorrennt, kann es durchaus sein, dass ihr relativ schnell wieder gestoppt werdet. Achtet auf Geräusche, da rennende Gegner deutlich hörbar sind und diese von Weitem schon zu hören sind. Wir holen uns jetzt schnell die erste Waffe, bevor die nächsten Gegner auftauchen. Wie ihr gesehen habt, ist es auch notwendig, nach unten und nach oben zu schauen, da mehrere Ebenen in den Levels bzw. in den Anlagen vorhanden sind. Wie ich euch angekündigt habe, ist die KI unberechenbar. Wir wurden hier klassisch gerusht und getötet. Aber zum Glück haben wir unseren Spawnpoint in unserer Cutlass Red. Das heißt, wir können einen neuen Anlauf direkt wieder versuchen und die letzten 4 verbleibenden Gegner ausschalten. Da wir unsere Pistole relativ schnell gegen eine andere Waffe ausgetauscht haben, haben wir diese auch automatisch wieder in unserem Inventar mit den letzten 14 Schuss, die wir auch vor dem Backstabbing hatten. Wir sind wieder im Aufzug und unterwegs zu den letzten 4 Gegnern. Solltet ihr natürlich mit eurem Starterschiff unterwegs sein, habt ihr nicht die Möglichkeit, hier in der Nähe wieder zu spawnen und müsst den ganzen Weg von eurem Spawnort wieder hierher fliegen, was euch zusätzlich 5 bis 10 Minuten an Zeit kosten wird. Bevor wir uns auf die Suche nach den letzten 3 Gegnern machen, versuchen wir uns noch einen Überblick zu verschaffen, wo diese sein könnten. Ich würde euch empfehlen, die Waffen erst nach Abschluss der Mission aufzusammeln, da dann gesichert ist, dass auch keine Gegner mehr in der Nähe sind. Achtet bei den aufgehobenen Waffen hauptsächlich auf den Munitionsverbrauch, da diese nur 30 im Schussmagazin haben und nicht nachladbar sind. Ihr könnt natürlich im Vorfeld Nachlademagazine für diesen Waffentyp kaufen, allerdings reicht es eigentlich immer aus, sich die Waffen nach dem Leerschießen bei einer anderen Stelle aufzuheben. Der letzte Gegner, dann sollte unsere Mission abgeschlossen sein. Und wir erhalten die Belohnung. Unser letzter Gegner wurde ausgeschaltet und wir haben die Mission abgeschlossen. 7000 USC sind wir reicher und wie ihr seht, liegen noch jede Menge Waffen hier im Missionsgebiet. Ich zeige euch nun, wie ihr diese Waffen für eure nächsten Missionen sichern könnt, beziehungsweise für eure Freunde. Geht hierbei einfach in den Equipment Manager und unter Weapons seht ihr die aufgehobenen Waffen in der Primary und Secondary. Wenn ihr diese Waffen unequipped und danach auf Save Changes geht, sind diese Waffen von eurem Charakter entfernt und ihr könnt die nächsten Waffen aufheben. Wir sind 7000 USC reicher und haben einige Sturmgewehre eingesammelt. Diese können wir für die nächsten Missionen verwenden oder an unsere Ork-Kollegen weitergeben.
Als nächstes schauen wir uns eine spezielle FPS-Mission an, der ein kleiner Raumkampf vorangeht. Und in der Folge bohren wir eine Origin 890 Jump. Das ist eines der teuersten Schiffe in Star Citizen und optisch ein ziemlicher Hingucker. Für den zweiten Teil des FPS-Guides haben wir die Chance genutzt und sind auf den PTU für die Version 3.10 gejoint. Wir sind hier im Orbit um Microtech und haben eine Mission für die 890 Jump Boarding Party angenommen. Wir werden wieder mit unserer Cutlass Red die Mission bestreiten. Falls uns was passiert, haben wir somit einen kürzeren Weg zum Missionsgebiet und versuchen gleichzeitig die neue Flugphysik bzw. das neue Kampfsystem mit fixierten Waffen zu testen. Die Cutlass Red hat keinerlei Raketen im Gegensatz zu ihren großen Geschwistern der Cutlass Black und der Cutlass Blue. Allerdings sollte es auch so möglich sein, mit den Piraten, die die 890 Jump gebordet haben, fertig zu werden. Die Mission erhaltet ihr in der Umlaufbahn bzw. im Bereich von Microtech, entweder direkt in New Babbage oder in Orbit, indem ihr auf eurem Mobiglass und dem Contracts Manager im Bereich General auf Mercenary geht. Und hier findet ihr dann eine Mission, die ich schon angenommen habe, Urgent Boarding Action in Progress. Wir sollen eine Luxusjacht von ihren Besetzern befreien und bekommen hierfür 12.000 USD plus Bonuses. Es empfiehlt sich auch, die Mission A Call to Arms anzunehmen, welche ebenfalls unter dem General Tab unter Mercenary zu finden ist oder im Personal Tab unter Mercenary, um zusätzlich für den Abschuss von Piraten bezahlt zu werden. Bevor wir ins Missionsgebiet springen, nochmal ein kurzes Update der Version 3.10. Wie ihr vielleicht seht, sind wir in der ersten Mission noch in der Version 3.9 unterwegs gewesen und die Cutlass Red hat hier ein völlig anderes Display. Hier haben wir die neue Building Block UI und auch, wie ihr seht, der Mauszeiger hat sich völlig verändert. Hier haben wir an einem Faden immer den Blick, wohin wir unsere Maus gerade gebracht haben, und auch in hektischen Situationen haben wir hier deutliche Vorteile. Als Bewaffnung haben wir hier Fixed Weapons, das heißt ohne Zielassistent gewählt. Diese schießen nur nach vorne und sind dafür allerdings schlagkräftiger. Euch erwarten erfahrungsgemäß, bevor ihr die 890 Jump betreten könnt, zwei Gegner, meistens ebenfalls Cutlass-Schiffe, welche diese verteidigen. Solltet ihr mit einem Starterschiff unterwegs sein, dann macht es Sinn, sich vorher ein dementsprechendes Schiff auszuleihen, um hier gegen die Cutlass-Schiffe auf jeden Fall bestehen zu können. Wir werden hier bereits mit einer Rakete beschossen und haben Gegenmaßnahmen eine Flare gezündet. Wir sehen hier, wir werden unter Feuer genommen und die neue UI ist für den Raumkauf auf jeden Fall von wirklich guter Übersicht und auch die Fixed Weapons treffen im Vergleich zu vorherigen Versionen deutlich besser und wir konnten hier schon einige Treffer landen ohne einen Gibble Assist. Ansonsten macht die Zielphysik durchaus Sinn. Mit der neuen Zielphysik ist es sogar möglich, relativ zielgenau in der Außenansicht, in der Third-Person-View zu kämpfen, wie wir hier gerade bewiesen haben. Beim Anflug auf die 890 Jump gilt zu beachten, dass sobald ihr relativ nahe am Zielobjekt dran seid, ein Timer startet von 4 Minuten. Hierbei handelt es sich um ein Zusatzziel, welches ihr zusätzlich abschließen könnt und euch zusätzliche USC gewährt.
Der Timer hierfür ist bei etwa 4 Minuten. In diesen 4 Minuten müsst ihr eine Hacking-Device bzw. eine Datenübertragung abbrechen, die die Angreifenden... Wir werden allerdings hier zunächst einmal durch die Authority kontrolliert. Die hätten wir vor 5 Minuten beim Kampf brauchen können. Hier in Microtech fliegt die Polizei anscheinend eine 325A von Origin. Vielen Dank, wir dürfen unsere Arbeit tun und können uns der 890 Jump nähern. Es gibt mehrere Zugangsmöglichkeiten, einmal über einen Fahrstuhl an der Unterseite der 890 Jump. Und zwar hier unten. Das ist dieser kleine Kreis, den ihr hier seht. Das ist ein Fahrstuhl. Über diesen könnt ihr zum einen ins Schiff gelangen und zum anderen gibt es die Möglichkeit, über die Seiten rechts und links im hinteren Bereich ins Innere zu gelangen. Hier kommt ihr auch direkt in die Nähe der Hacking-Devices, die meistens in einem der Gäste-VIP-Suiten angebracht ist. Direkt vor uns sehen wir jetzt hier den Zugang zur Luftschleuse und als letzte mir bekannte Zugangsmöglichkeit haben wir hier noch über den Hangar ein weiteres Zugangsterminal. Falls ihr über den Hangar Zugang zur 890 Jump nehmen wollt, achtet darauf, dass ihr Fallschaden erleidet, sobald ihr von der Schwerelosigkeit in den Bereich der Türe kommt. Dann fallt ihr noch einige Meter weit nach unten, bis ihr dann letztlich auf dem Boden aufkommt. Hier rappelt sich euer Charakter erst noch auf und es sind relativ viele Gegner in der Nähe, was meistens einen schnellen Tod bedeutet. Wir haben unsere Parkposition erreicht, lassen unser Schiff komplett an. Das heißt, falls wir unterwegs noch auf Feinde treffen, haben wir die Schilde aktiviert und haben noch einen zusätzlichen Schutz. Die Cutlass bietet natürlich die Möglichkeit, einen Spawnpunkt zu setzen. Das haben wir genutzt und gehen jetzt nach draußen. Falls ihr auf Gegner bzw. NPC trefft, die komplett in weiß gekleidet sind bzw. eine weiße Rüstung tragen, hierbei handelt es sich um NPCs, die als Schutz der 890 Jump da sind. Diese solltet ihr nicht beschießen, da diese zum einen zurückschießen, euch feindlich gesinnt sein werden und dann auch ein Crime-Stat eurerseits hinterlassen. Das heißt, solltet ihr diese töten, habt ihr ein Crime-Stat und bei einem Tod, was bei dieser Mission durchaus mal vorkommen kann, landet ihr direkt in Clasher. Wir gehen jetzt hier zunächst checken, wo sich die Hacking-Devices befinden. Dazu sind wir durch die erste Glastüre gleich nach links. Hier ist nichts, deswegen schauen wir in den nächsten Raum auf der gegenüberliegenden Seite. Achtet hier auf die Gegner, die sich doch deutlich in der Überzahl verschanzt haben. Auch hier haben wir leider die Hacking Device nicht angetroffen, weshalb sie einen Stock höher vermutlich in der VIP Suite zu finden ist. Wir sehen hier mehrere Gegner links oben im Kreis verteilt, die uns alle, sobald wir uns annähern, hinter Feuer nehmen. Lasst euch nicht täuschen, hier ist noch eine Glasscheibe bzw. eine Glasbalustrade darüber, weshalb ihr die Gegner nicht direkt angreifen könnt. Wir sind weiterhin auf der Suche nach der Hacking Device und versuchen es in den nächsten VIP-Suiten, sind bisher aber noch nicht fündig geworden.
die Zeit wird knapp. Und ich glaube nicht, dass wir noch rechtzeitig die Hacking Device finden. Der Gegner hier mit dem Helm auf der rechten Seite, mit diesem Kuhhelm, ist sozusagen der Chef des Ganzen, welcher auch deutlich mehr Hitpoints bzw. Treffer aushält als seine Kameraden. Er ist tot, Chef. Vor allem im Zugang zum Hangar sind immer wieder mehrere Gegner auf einem Haufen bzw. an einem Ort zu finden. Ihr solltet hier vorsichtig sein und nicht rushen, da die Gegner hier doch deutlich in der Überzahl sind. Ihr seht hier, wir sind im Bereich des Hangars, den wir vorher von der Außenseite gesehen haben und haben schon einige der Wachen eliminiert und testen jetzt das Body-Dragging-System. Wir können mit 3.10 Personen bzw. erledigte Gegner packen und sie an einen anderen Ort verbringen, was mit Sicherheit mehr Spieltiefe bringen wird, wenn die KI auch darauf reagiert. Wir haben hier leider ein Crime-Set bekommen, indem wir auf eine Wache geschossen haben. Wir sind sozusagen jetzt ein gesuchter Verbrecher. Nachdem wir auf einen der Wachen geschossen haben, sind diese uns nun auch feindlich gesinnt. Und wir haben auch einen Treffer kassiert. Solltet ihr mit einem Crime Stat sterben, werdet ihr direkt in die Strafanstalt Clasher verbracht, was euch auf jeden Fall das Ende der Mission kostet. Wir haben unser Ziel erreicht, allerdings haben wir einen der Sicherheitsbeamten getötet und deshalb auch ein Crime Stat erhalten. Allerdings haben wir die Mission erfolgreich abschließen können und 12.000 UAC erhalten. Nachdem wir als Krimineller im Hafen gelandet sind, wird unser Schiff automatisch unter Feuer genommen und zerstört. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und ein Subscribe da.
Ich hoffe, ich konnte euch den FPS-Kampf ein bisschen näher bringen und zeigen, in welchem aktuellen Stand sich das Spiel befindet. Ich denke, Star Citizen hat im Bereich FPS schon einiges richtig gemacht und auf jeden Fall Potenzial, noch mehr zu leisten. Auch die Versionssprünge von 3.9 auf 3.10 haben Verbesserungen gezeigt. Auch das neue Body-Drag-System macht Sinn für weitere KI-Verbesserungen oder auch ein Reagieren der KI darauf. Und auch die Kombination verschiedener Missionstypen wie Raumkampf, gefolgt von Schwerelosigkeitseinlagen und dem Boarden, war echt spaßig. Deswegen hoffe ich auf mehr dieser Art von Missionen und hoffe, dass ihr Spaß daran hattet. In diesem Sinne verbleibe ich wie immer. See you in the verse. Bis bald.